Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz über das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung, Drucksache 19/6296. Das Gesetz wird eingebracht von der Kollegin Arnold von der CDU-Fraktion. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7,5 Minuten. Sie haben das Wort, Frau Kollegin. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich freue mich, heute den Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN einbringen zu dürfen. Und ich erzähle Ihnen und uns nichts Neues, wenn ich Ihnen sage, der Wohnraum in den hessischen Ballungszentren ist knapp. In der Stadt Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet ist die Lage schon länger angespannt. Es fehlt bezahlbarer Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung. Die Nachfrage nach allen Wohnformen wird auch in Zukunft weiter zunehmen. Dabei werden besonders kleine Wohnungen für Singles, Studierende und Senioren mit entsprechend geringen Mieten vermehrt nachgefragt. Die Wohnraumförderung ist damit eines der zentralen Themen, dem wir uns weiterhin annehmen müssen und auch annehmen werden. Und um die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt verbessern zu können, unterstützen wir die Wohnraumförderung mit so hohen Investitionen wie noch nie. In der laufenden Legislaturperiode stehen dafür rund 1,6 Milliarden € zur Verfügung. Und mit diesen Investitionen können wir den Bau von ca. 15.000 Wohnungen für rund 40.000 Menschen fördern. Und mit dem vorliegenden Gesetzentwurf für das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnungsumfeldförderung, den wir heute einbringen, stellen wir die Weichen, um den Erlös aus dem Verkauf des alten Polizeipräsidiums in Frankfurt und Umgebung für genau solche Investitionen einzusetzen. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, und mit diesem Gesetz zeigen wir, dass wir uns dem Problem des bezahlbaren Wohnraums aktiv annehmen. Beim Verkauf des alten Polizeipräsidiums in Frankfurt war uns wichtig, dass die Vorgaben und die Wünsche der Stadt Frankfurt erfüllt werden. Und dass wir zudem einen solch guten Verkaufspreis erzielt haben, ermöglicht es uns jetzt, sowohl in bezahlbaren Wohnraum als auch in die Bildung und Wissenschaft in Frankfurt zu investieren. Mit dem Verkauf an den Düsseldorfer Projektentwickler entsteht nun ein modernes Gebäudeareal mit Wohnungen, Büros und einem Hotel. Ebenso, Frau Wissler, wird ein Kindergarten und eine Turnhalle für die Feig-Schule einziehen. Und bei der Neugestaltung zeigt sich, die Wünsche der Stadt Frankfurt werden erfüllt. Auf dem neu gestalteten Areal wird aber die Schaffung von sozialem Wohnraum und einer öffentlichen Infrastruktur auch nicht zu kurz kommen. Und das Sondervermögen setzt genau an diesem Punkt an. Von dem Verkauf des Polizeipräsidiums kommen 100 Millionen Euro und damit knapp die Hälfte der Einnahmen dem Ziel bezahlbarem Wohnraums in Frankfurt und Umgebung zugute. Daraus werden 60 Millionen Euro aus der Verkaufssumme dafür aufgewendet, um einen Liegenschaftsfonds aufzulegen. Und dieser Fonds soll in Frankfurt und im Rhein-Main-Gebiet Grundstücke kaufen und diese an Bauträger verpachten, die sich verpflichten, mindestens 50% geförderten Wohnraum darauf zu bauen. Durch diese Einrichtung können zwischen 600 und 850 zusätzliche Wohnungen geschaffen werden. Und auf dem Gelände des alten Polizeipräsidiums sollen zudem rund 500 weitere geförderte und frei finanzierte Wohnungen entstehen. Darüber hinaus sollen bis zu 35 Millionen Euro für die nachhaltige Entwicklung von innovationsorientierten und sozialen Quartieren, bis zu 5 Millionen Euro dem Erwerb von Belegungsrechten an bestehendem Wohnraum, bis zu 500.000 Euro für die Förderung des Erwerbs von Genossenschaftsanteilen durch Bedürftige,
bis zu 750.000 € für die Errichtung und den Betrieb einer landesweiten tätigen Beratungsstelle gemeinschaftliches Wohnen und bis zu 105 Millionen € der Finanzierung eines Neubaus der Universitätsbibliothek der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt den Wohnraumsuchenden und den Studierenden in Frankfurt zugutekommen. Uns ist es wichtig, dass nicht nur Wohnungen entstehen, sondern ein gutes Zuhause für viele Menschen. Und daher muss neben dem Wohnungsbau auch eine soziale Infrastruktur geschaffen werden. Und mit dem neu geschaffenen Landesprogramm Nachhaltiges Wohnumfeld unterstützen wir die Kommunen bei dieser Aufgabe mit 35 Millionen €. Zusätzlich zu diesem Programm wurden in dieser Legislatur die Mittel für alle Stadtentwicklungsprogramme auf 100 Millionen € ausgeweitet. Und damit haben wir die Fördersumme nahezu verdreifacht. Auch setzen wir am Belegrecht an und schaffen dadurch zusätzlich Möglichkeiten, bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Die bisher festgesetzten 12 Millionen € im Haushalt des Umweltministeriums werden um weitere 5 Millionen € aus dem Verkauf des Polizeipräsidiums erweitert. Alles in allem können wir somit rund 1.830 Wohnungen in Frankfurt in die Sozialbindung bringen bzw. an dieser festhalten. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz über das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung unterstützt nicht nur den Wohnungsbau, sondern kommt mit dem Neubau der Universitätsbibliothek auch der Wissenschaft und der Bildung zugute. Wir bitten Sie daher für Ihre Unterstützung, dass die geplanten Vorhaben so umgesetzt und vor allen Dingen solide finanziert werden können. Und ich freue mich auf die gemeinsamen Beratungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Arnold. Als nächster Redner spricht nun Kollege Weiß von der SPD-Fraktion. Bitte, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Gesetz über das Sondervermögen Universitätsbibliothek Frankfurt am Main und Wohnraum- und Wohnumfeldförderung. Das ist ein Sammelsurium mit heißer Nadel gestrickt, Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, quasi ein Äpfel- und Birnengesetz. Es macht deswegen unserer Meinung nach eine Strukturierung hier erforderlich. Vielleicht fangen wir von der Historie an. Es geht hier erst einmal um die Geschichte des alten Polizeipräsidiums in Frankfurt. Die haben wir hier schon in mehreren Reden ausführlich diskutiert. 15 Jahre lang hat diese Landesregierung mit dem alten Polizeipräsidium in Frankfurt nichts hinbekommen. 15 Jahre lang ist dieses Gebäude in bester Lage in Frankfurt in Verantwortung der hessischen CDU vor sich hin verrottet. Dann muss man schauen, was haben wir in den jeweiligen Debatten hier noch festgestellt dabei. Es ist keine Konzeptvergabe vorgenommen worden von der Landesregierung, was hätte passieren können, was gefordert wurde. Es ist keine Baupflicht in den Vertrag reingeschrieben worden. Wir haben im Haushaltsausschuss mehrfach nachgefragt. Es wäre möglich gewesen, es wäre rechtlich möglich gewesen. Das Ministerium selber von sich hat darauf verzichtet, nicht etwa der Vorhabenträger. Keine Konzeptvergabe, keine Baupflicht. Stattdessen hat sich die Landesregierung als größter Wohnungsbauspekulant Hessens betätigt. Jetzt liegt ein Gesetzentwurf vor, der ein Reparaturversuch ist. Offensichtlich hat die Landesregierung festgestellt, dass das, was sie da gemacht haben, doch nicht so gut ankommt draußen bei den Menschen und dass sie beim Thema Wohnraum, Wohnraum schaffen, ziemlich miese Kompetenzwerte haben und deswegen versuchen, mit diesem Gesetz etwas zu reparieren. Es soll ein Sondervermögen geschaffen werden von über 200 Millionen €. Da fragt man sich als erstes einmal, warum. Erstens, eigentlich gibt es keine Geldnot. Wir haben von Frau Hinz ja mehrfach immer gehört, beim sozialen Wohnungsbau, beim Wohnungsbau in Hessen ist ja Geld gar nicht das Problem. Daran liegt es ja gar nicht. Also Geldnot haben wir nicht. Wir haben auch keine Zeitnot. Wir haben auch keine Zeitnot. Der Verkauf des Polizeipräsidiums in Frankfurt, die Bedingungen, auf die sich die Landesregierung dabei eingelassen hat, sind, dass es jetzt erst eine 10-prozentige Anzahlung gegeben hat.
dann gibt es erst in 4 Monaten eine Ratenzahlung von 400.000 € 14-tägig, und erst mit Ablauf von 9 Monaten ist der volle Kaufpreis fällig. Das ist erst Mitte Dezember. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben überhaupt keine Zeitnot, deswegen jetzt hier ein Sondervermögen einzurichten. Das wäre problemlos möglich und machbar, das z.B. mit einem Nachtragshaushalt für 2019 zu machen. Offensichtlich ist ja in den regierungstragenden Fraktionen ist das ja auch bewusst. Denn gestern Abend im Haushaltsausschuss ist ja schon eine Anhörung beschlossen worden. Und die eigentliche Beschlussfassung soll erst im August hier im Plenum stattfinden. Also von daher sehen ja offensichtlich die Fraktionen von CDU und GRÜNEN selber gar keine Zeitnot bei diesem Projekt. Stattdessen wird ein Parallelhaushalt geschaffen, von dem sich viele Titel mit Haushaltstiteln, die wir jetzt schon haben, überschneiden oder sogar identisch sind. Ich will sie einmal einzeln durchgehen. Unibibliothek ist unstreitig, dass die finanziert werden muss aus unserer Sicht. Aber dafür braucht man kein Sondervermögen. Das kann man selbstverständlich im regulären Haushalt machen. Nächster Punkt. Die Frage, die ich habe, dann steht da drin, wie viel Geld gibt es denn wirklich? Bei allen Punkten, die drin steht, steht immer mit bis zu. Das Sondervermögen dient mit bis zu 105 Millionen, mit bis zu 60 Millionen und so weiter und so fort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was bis zu heißt, da haben wir, können Sie mal den Kollegen Gerhard Merz fragen, der versucht seit Wochen und Monaten von der Landesregierung herauszubekommen, was denn bis zu 6 Stunden Kita-Freistellung bedeutet. Ja? Und es sind nicht nur solche Formulierungen, die uns skeptisch machen. Es ist noch gar nicht lange her, vor wenigen Wochen, dann haben wir hier gehört von dem CDU-Abgeordneten Kaspar, der stolz darauf ist, dass in den 19 Jahren CDU-Regierungszeit die Anzahl der Sozialwohnungen halbiert wurde. Und das macht uns skeptisch, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie sich jetzt hier hinstellen und als die Sozialwohnungsbauer in Hessen feiern wollen. Weitere Formulierungen da drin. Dann steht drin, mit bis zu 60 Millionen Euro sollen in der Stadt Frankfurt und den hessischen Teilen des Rhein-Main-Gebiets. Ja, was ist das denn? Was sind denn Teile des Rhein? Welche Teile sind denn da gemeint? Nichts steht davon drin. Rhein-Main-Gebiet, was ist mit dem Rhein-Main-Gebiet? Es ist immer vom Ballungsraum hier die Rede. Der Ballungsraum, der überstreckt sich von Osten Tann in der Rhön bis im Westen Lorchhausen. Es kann doch nicht wahr sein, dass das hier nicht näher definiert ist. Wir wollen, dass sozialer Wohnungsbau in der Stadt passiert und nicht irgendwo als Ausgleich in der Peripherie verwirklicht wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. So, dann gibt es hier ein Mietniveau, das für breite Kreise der Bevölkerung tragbar ist, steht denn hier drin. Da habe ich mir auch direkt dran geschrieben. Was ist das denn? Liebe Kolleginnen und Kollegen, im Hessischen Wohnraumförderungsgesetz ist das definiert. Da ist von mittleren Einkommen dementsprechend die Rede, und das ist definiert. Warum steht das hier nicht drin? Was heißt denn hier für breite Kreise der Bevölkerung tragbar? Es sind so viele Fragen, die sich hier stellen in diesem Gesetzentwurf, dass ich wirklich gespannt auf eine Anhörung bin. Das sage ich Ihnen jetzt schon. Die Verwaltung dieses Liegenschaftsfonds soll passieren. Wer verwaltet das denn alles? Macht das nur die WIBank? Gibt es dafür neues Personal im entsprechenden Umweltministerium, das die Fachaufsicht haben soll? Es wird geschaffen eine neue Beratungsstelle, gemeinschaftliches Wohnen soll gefördert werden mit 750.000 € für Errichtung und Betrieb. Nichts steht im Gesetz davon, ob denn überhaupt ein Bedarf davon da ist. Was ist diese Beratungsstelle? Wie viele Leute sollen da arbeiten? Wo sollen die hin? Nichts davon steht da dementsprechend drin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Gesetzentwurf hat für uns mehr Fragen als Antworten. Nach erster Beratung hier im Haus überzeugt uns das nicht. Wir werden viele Fragen, die wir haben, in der Anhörung an die Sachverständigen stellen und sind sehr skeptisch und sind sehr gespannt, ob entweder die Anzuhörenden oder auch die regierungstragenden Fraktionen, die sich offensichtlich was dabei gedacht haben bei den Formulierungen, uns unsere Fragen beantworten können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Kollege Weiß. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Förster-Heldmann von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ja, jetzt hatte ich mir so eine schöne Rede vorbereitet, und dann überlege ich mir trotzdem, soll ich auf die vielen Fragen von Herrn Weiß antworten, oder wie beginne ich jetzt? Ich habe mich dazu entschlossen, nicht direkt zu antworten, aber ich werde es auf einmal kommentieren. Sehr geehrter Herr Kollege Weiß, Ihr Redebeitrag ist ein Zeichen dafür, für absolute Destruktion, für absoluten Stillstand und dafür, wie man Mauern aufbauen kann, bevor man in Aktion tritt. Das, was wir hier gemacht haben und was wir vorhaben, und die Anhörung ist ja beschlossen, ist ein Zeichen dafür, dass diese Koalition und diese Landesregierung dafür steht, für bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, für sozial-ökologisches Umfeld und für Grün. Und wenn Sie mich so strahlend anlächeln, Herr Weiß, kann ich Ihnen nur sagen, wenn man so lange schläft, wie auch die Sozialdemokratie und viele andere, dann muss man sich nicht wundern, wenn wir jetzt eine Welle und eine Welle der Aktion haben, wo wir gemeinsam daran arbeiten müssen. Genau, und diese Welle ist Teil dieses Sondervermögens. Genau. Ja, und wenn Sie schon von Kompetenzwerten reden, also mit Ihrer Rede haben Sie deutlich gemacht, dass Sie keinen Kompetenzwert haben. Eindeutig liegt die Kompetenz in der Koalition, in der Landesregierung, die beschließt nicht nur 1,7 Milliarden € und die anderen Dinge, Masterplan etc. Ich muss es Ihnen nicht weiter vorbeten, ich habe es schon oft genug hier getan, sondern mit diesem Sondervermögen kommen noch einmal über 100 Millionen € in den Wohnungsbau und zusätzlich auch noch nach Frankfurt zurück, wo sich mancher andere, vielleicht auch mancher Offenbecher oder Darmstädter, fragt, warum eigentlich immer Frankfurt. Aber gut, das ist heute jetzt nicht dieses Thema. Wir wollen einfach feststellen, dass mit dem Deal, der ja stattgefunden hat, nach 15 Jahren, und Sie merken schon, Herr Weiß, Ihre Eckpunkte, die nehme ich ja gerne auf, nur meine Interpretation ist eine vollkommen andere. Und wenn Sie schon davon reden, 15 Jahre hat das Land Hessen nichts gemacht, da habe ich mich ja gefragt, auch wenn da Grüne beteiligt waren, wieso hat eigentlich Frankfurt 15 Jahre lang nichts gemacht. Ich kann Ihnen einmal eines sagen, wenn in einer anderen Stadt, nehmen wir einmal dieses wunderschöne Offenbach mit dem ganz tollen Hafenviertel, wenn die so geschlafen hätten, ja meine Güte. Ich habe mich an der Jahreszahl und an dem Nichtsund. So, und dann kommt eine Landesregierung und sagt, jetzt machen wir das. Und was macht sie? Sie in ganz enger Absprache, auch wenn der Herr Josef nicht unbedingt was davon wissen will und es auch nicht laut äußert, aber offensichtlich war es schon in Absprache mit dem zuständigen Baudezernenten ein Verfahren gefunden, wo ein architektonischer und städtebaulicher Wettbewerb möglich ist, wo die Grundfesten, also Kita, Turnhalle etc. ermöglicht werden, und mit dem Erlös geht das 100% in die Stadt Frankfurt wieder rein. Meine Güte, wie kann man mehr aus diesem Areal machen als auf diese Art und Weise? Also, das muss man schon einmal zugeben. So. Und wenn ich schon nicht weiß, was eine Beratungsstelle für gemeinschaftliches Wohnen sein soll, ja, vielleicht hätten Sie Ihren wohnungspolitischen Sprecher einmal in die Bütt schicken sollen, der weiß es bestimmt. Weil wenn man sich einmal auf den Weg macht und die eine oder andere wohnungspolitische Diskussion oder Impulsvortrag oder sonst was hält, dann weiß man das, was das ist. Und man weiß auch, wo die Bedarfe sind. Und man weiß auch, wie dringend so eine Beratungsstelle nötig ist. Aber es tut mir leid, Sie als trockener, Entschuldigung, Finanzer wissen es anscheinend nicht. Aber dann reden Sie halt auch nicht drüber. Und wenn Sie von Äpfel- und Birnenkompott reden, dann sage ich, das Gesetz zur Bildung eines Sondervermögens ist eine wunderbare
Ich habe immer gesagt, häufig Werkzeugkasten, weil da verschiedene Maßnahmen zusammenkommen, die wirklich für die Stadt Frankfurt und für den Ballungsraum absolut notwendig sind, wo innovative Umfeldgestaltung sein soll, wo man auch wirklich kreativ und mal aktuell bezogen Städtebau machen kann. Und weil Sie haben ja noch eine Frage gestellt. Sie haben so viele Fragen gestellt, aber ich habe sie nicht alle mitgeschrieben. Also, aber eine Frage beantworte ich Ihnen noch. Warum ist es jetzt auf Teile des Ballungsraums ausgeweitet? Wir werden es in der Anhörung sicher klären. Aber eines ist doch vollkommen klar. In der Innenstadt Frankfurts gibt es nur noch wenig Platz, um Innovation und Investitionen zu tätigen. Und dann muss man möglicherweise auch andere sinnvolle Orte finden. Und ich bin mir sicher, zumindest in diesem Bereich sind Sie an unserer Seite. Ja, und sehr geehrte Damen und Herren, damit habe ich eigentlich meinen Redebeitrag auch schon beendet, weil ich finde nicht, dass ich die Segnung dieses Sondervermögens noch einmal aufzählen muss. Ich gehe mal davon aus, dass es auch andere noch tun werden. Wir werden auch häufiger darüber sprechen. Und auf diese Diskussion freue ich mich. Vielen Dank, Frau Kollegin Förster-Heldmann. Als nächster Redner spricht nun Kollege Lenders von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Unsere neue Kollegin hat sich ja jetzt echt als Wellenreiterin hier bewiesen, als Wellenreiterin über gefährliche Halbwahrheiten. Vielleicht hätte ich ihn damals vor 30 Jahren lieber den Surfschein bei Ihnen gemacht. Das wäre bestimmt ein toller Ritt geworden. Meine Damen und Herren, warum sage ich das? Weil diese Frage von Halbwahrheiten, das geht schon damit los, Frau Kollegin, wenn Sie sagen, die Stadt Frankfurt hätte doch hier schon längst auch tätig werden können. Nach meinem Kenntnisstand hat Schwarz-Grün in Frankfurt schon regiert. Da war eine Koalition in Hessen noch gar nicht geschmiedet. Also sind Sie durchaus in der Verantwortung. Und, meine Damen und Herren, es ist schon ein bisschen schwierig, auch wenn Sie jetzt dann selber auf die 15 Jahre reflektieren und hier bei anderen Diskussionen Ihnen der Finanzminister selber schon erklärt hat, warum die Verkaufserlöse oder der Verkauf nicht viel früher hat stattfinden können. Also das einfach alles aus der, jetzt einfach wegzuwischen und jetzt hier einfach die Argumentation rumzudrehen, macht die Sache jetzt nicht unbedingt besser. Warum ist das von Ihnen aus gesehen ein gewagter Ritt über Wellen? Das will ich Ihnen deswegen sagen, meine Damen und Herren. Wenn man es einfach haushaltstechnisch gesehen hätte, dann hätte das Land, hätte der Finanzminister vielleicht klugerweise hingehen können und hätte gesagt, ich nehme die Verkaufserlöse und führe sie dem Landeshaushalt zu. Das hätte man einem Technokraten wie dem Herrn Schäfer durchaus zugetraut. Bleibt also die Frage, die Herr Marius Weiß ja zu Recht aufgeworfen hat, warum ist das denn anders passiert? Meine Damen und Herren, in diesen 15 Jahren hätte man von einem Wohnungsbaupolitiker, übrigens als das Haus sozusagen oder als der Wohnungsbau noch im Wirtschaftsministerium angesiedelt war, haben wir, Frau Kollegin, viele Maßnahmen diskutiert, die nicht unbedingt etwas mit günstigem Wohnraum zu tun hatten, sondern mit alternativen Wohnformen. Wie kann man flexibler auf eine demografische Entwicklung reagieren? Meine Damen und Herren, vor allen Dingen dieser Standort, vielleicht eine Landesregierung, die mit etwas mehr Fantasie als von Technokraten herangegangen wäre, hätte gesehen, dass es eine tolle Landesliegenschaft und hätte mit der Stadt Frankfurt gemeinsam und mit den Wohnungsbaugesellschaften, die dem Land und der Stadt Frankfurt zugehen, mal Konzepte entwickelt. Zeit genug war da. Zeit genug war da. Da hätte man dann auch auf alternative Wohnformen und auf das preiswerte Entstehen lassen von Wohnung durchaus reagieren können. Frau Kollegin, da lachen Sie. Ja, natürlich hätte man das machen können, wenn man das gewollt hätte. Wir reden hier von einem ziemlich großen Zeitraum, Herr Kollege Arnold. Aber
Das haben Sie nicht gemacht. Schauen wir uns einmal den Zeitraum an, wo Sie jetzt dann auf die Idee gekommen sind, dieses Gesetz zu schmieden. Ich glaube, wenn ich mich nicht alles täusche, hatten wir gerade Oberbürgermeisterwahlkampf in Frankfurt. Man könnte jetzt vermuten, dass das irgendetwas damit zu tun hat. Also, meine Damen und Herren, jetzt will ich Ihnen noch eins sagen. Also, ein bisschen Fantasie wäre auch angesagt gewesen, weil man hätte an dem Standort auch das Polizeipräsidium zu einem Kern einer internationalen Bauausstellung im Rhein-Main-Gebiet machen können. Und, meine Damen und Herren, selbst jetzt noch könnten Sie die Erlöse, 100 Millionen € hatte das Land damals zugesagt für die internationale Bauausstellung im Rhein-Main-Gebiet, selbst jetzt könnten Sie noch ein bisschen mehr Fantasie walten lassen als das, was Sie jetzt mit diesem Gesetz machen. Eine internationale Bauausstellung wäre immer noch geeignet, um Baukultur und auch die Herausforderungen bei günstigem Wohnraum im Rhein-Main-Gebiet zu lösen. Das wäre immer noch eine Chance. Aber nein, Sie gehen ja lieber einen anderen Weg. Gewagter Ritt über die Wellen, Herr Kollege Arnold. Sie wissen viel zu gut, genauso gut wie ich, dass alles das, was Sie jetzt hier in einem Sondervermögen reinschreiben, längst mit einem bestehenden Sondervermögen bei der WI-Bank möglich gewesen wäre. Möglich gewesen wäre. Erklären Sie mir einmal, Herr Kollege Arnold, aus der alter Verbundenheit heraus, wo wir uns oft darüber unterhalten haben, wie wir mit dem Wohnraumfördergesetz und die Mittel, die wir im Sondervermögen drin haben, wie wir z.B. den Ankauf von Belegungsrechten machen. Lassen wir uns beide doch einmal darüber unterhalten. Das haben wir gemacht, als wir das Wohnraumfördergesetz gemacht haben, dass wir den Erwerb von Genossenschaftsanteilen förderfähig gemacht haben, und zwar mit dem Sondervermögen, das im Moment bei der WBI-Bank ist. Meine Damen und Herren, das, was die Landesregierung macht, ist so überflüssig wie ein Kropf und kann man nur unter der Abteilung PR abhaken. Ist überflüssig wie ein Kopf. Meine Damen und Herren, und es bringt weitere Probleme, weil es gibt einen zusätzlichen Schattenhaushalt. Das ist übrigens, was der Landesrechnungshof immer wieder kritisiert hat. Warum nehmen Sie denn das Geld dann nicht und gehen Sie hiermit ins Parlament und machen einen Nachtragshaushalt? Hätten wir mal alle darüber diskutieren können. Nein, Sie schreiben dann, das Problem ist ja auch schön im Gesetz beschrieben, dass Sie sagen, Sie reflektieren vor allen Dingen auf den bezahlbaren Wohnraum. Dabei geht die größte Summe dann nicht in den bezahlbaren Wohnraum, das Problem, was die Redner beschreiben, was das Gesetz beschreibt, sondern dann in eine wirklich ureigenste Aufgabe des Landes und des Landesgesetzgebers, des Haushaltsgesetzgebers, das Geld für die Universitätsbibliothek zur Verfügung zu stellen. Und dieser Finanzminister freut sich ein Loch in den Bauch, weil unterm Strich sein Landeshaushalt immer noch besser dasteht. Egal, wie er das jetzt hin und her verbucht, am Ende steht er als der große Held da und kann dann auch noch Maßnahmen, die ja eigentlich selbstverständlich gewesen wären, und zwar die Bibliothek aus den Landeshaushaltsmitteln zu finanzieren, da holt er sich irgendwelche Einnahmen und verbucht sie an anderer Stelle. Super Nummer. Vor allen Dingen von der PR-Arbeit. Meine Damen und Herren, fantasielos bleibt es aus meinen Augen, weil es wäre alles andere, was Sie beschreiben, was Sie als Ziele hier formulieren, wäre möglich gewesen. Wo sehe ich noch ein Problem? Sie hätten das Sondervermögen auch zum Teil dem bestehenden Sondervermögen zufließen lassen können. Und wissen Sie, was der Charme gewesen wäre? Das dient zur Stabilisierung der Helaba. Denn das ist ein gehärtetes Kapital. Und auch bei allen Schwierigkeiten, die die Landesbanken haben, sie hätten der Helaba einen echten Gefallen damit getan, ihre Kapitaldecke aufzustocken. Daraus machen wir Wirtschaftsförderung, meine Damen und Herren. Kollege Arnold hat das scheinbar alles vergessen. Meine Damen und Herren, ich komme gerne zum Schluss, wenn wir als Freie Demokraten das gemacht hätten, mit Sicherheit nicht mit so einem Gesetz. Wir hätten 50% in den Schuldenabbau gesteckt und 50% in das bestehende Sondervermögen übertragen. Und wir hätten alle Ziele, die Sie beschreiben, viel, viel besser lösen können. Das wäre der bessere Weg gewesen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lenders. Ich begrüße auf der Besuchertribüne den Generalkonsul der Republik Türkei, Herrn Burak Karati, der dem Hessischen Landtag seinen Antrittsbesuch abstattet.
sowie die stellvertretende Generalkonsulin Frau Servet Köksal. Seien Sie herzlich willkommen bei uns im Hessischen Landtag. Als nächste Rednerin spricht schon Frau Kollegin Wissler von der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Anfang März verkündete die Landesregierung den Verkauf des alten Polizeipräsidiums in Frankfurt, das ja bekanntermaßen seit über 15 Jahren leer gestanden hat. Und ich muss sagen, Frau Förster-Heldmann, als ich jetzt eben Ihre Rede gehört habe, Sie haben ja jetzt der SPD vorgeworfen, so lange geschlafen zu haben. Es liegt mir jetzt fern, die SPD zu verteidigen, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob es Ihnen entgangen ist. In diesem Land regiert seit fast 20 Jahren die CDU. Mit all den dramatischen Auswirkungen, die es hat. Und wenn Sie dann auf die Stadt Frankfurt verweisen, Frau Kollegin Förster-Heldmann, auf die Stadt Frankfurt, wo ja, also schöne Grüße an den ehemaligen Planungsdezernenten Kunitz, weil Frankfurt ist ja nun viele Jahre schwarz-grün regiert gewesen. Also von daher finde ich, beim Polizeipräsidium die Verantwortung abzuschieben, das funktioniert nicht. Frau Kollegin, sollten Sie über die Argumentationsstrategie noch einmal darüber nachdenken, ob das wirklich die richtige ist. Wir reden hier über eine 15.000 Quadratmeter große Fläche in der Frankfurter Innenstadt, 70 bis 80 Millionen € Buchwert. Und diese ist jetzt höchstbietend für rund 212,5 Millionen € an einen privaten Investor verkauft worden. Und dann brüstet sich der Finanzminister stolz damit, dass man eben diese große Summe eingenommen habe und dass dann der Investor noch zugesagt hat, 30% geförderten Wohnraum zu errichten. Gerade einmal, naja, das ist ein bisschen geschummelt, weil es sind gerade einmal 30% der für den Wohnraum, für Wohnraum überhaupt vorgesehenen Fläche. Von der Gesamtfläche sind es gerade einmal 12%. Und auch das Vorgehen des Landes, diese Fläche im Höchstbieterverfahren und nicht wie von der Stadt gefordert, in einem Konzeptverfahren zu verkaufen, das ist vollkommen inakzeptabel. Und das Absurde ist ja noch, dass das Land das von den Kommunen selber fordert. Die Frau Ministerin Hinz hat ja bei ihrer Allianz für bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, hat sie ja gefordert, dass die Kommunen, das steht da wörtlich drin, die Kommunen sollen nicht den größtmöglichen Preis erzielen, sondern es soll die Wohnqualität und die soziale Mischung und solche Kriterien sollen dann Einklang finden. Ja, das werfen Sie, das schlagen Sie den Kommunen vor. Aber wenn das Land selber ein Grundstück zu verkaufen hat, dann verhält sich das Land Hessen wie ein Immobilienspekulant. Und damit treiben Sie die Grundstückspreise in die Höhe und sorgen dafür, dass es noch mehr weniger bezahlbaren Wohnraum gibt. Weil es ist doch vollkommen klar, was macht denn ein Investor? Was macht denn ein Investor, der 212,5 Millionen € für ein Grundstück bezahlt hat? Was macht er denn damit? Das ist doch klar, dass er keinen bezahlbaren Wohnraum schafft. Sie können sich doch einmal ausrechnen. Sie können sich doch einmal genau ausrechnen, wie viel er verlangen muss pro Quadratmeter, um überhaupt den Verkaufspreis wieder reinzubekommen. Und so treibt man die Preise in Frankfurt in die Höhe. Wir reden hier über Innenstadt. Wir reden hier ach, Herr Penze. Ein geistreicher Zwischenruf von Ihnen wäre auch einmal bereichernd für die Debatte, aber ich will ja keine zu großen Erwartungen an Sie stellen. Und das ist angesichts der dramatischen Wohnungsnot, die wir in Frankfurt haben, ist das ein Problem. Sie sagen es ja selber, jetzt bekommen wir ein Hotel, Frau Arnold hat ausgeführt, zusätzliche Büroräume. Wissen Sie, wie viel Millionen Quadratmeter Bürofläche in Frankfurt leer steht? Ungefähr 1,5 Millionen Quadratmeter, Frau Arnold. Ich glaube nicht, dass wir in Frankfurt zusätzliche Büroflächen brauchen. Was wir brauchen, ist dringend bezahlbarer Wohnraum. Ja, natürlich an der Stelle, genau an dieser Stelle, genau an dieser Stelle, weil wir wollen im Gegensatz zu Ihnen nicht,
dass bezahlbare Wohnungen an die Stadtränder gedrängt werden und die innerstädtischen Flächen, die wirklich attraktiven Flächen, dann nur für die hohen Mieten und für die Leute, die sich Privateigentumswohnungen leisten können. Genau an dieser Stelle wollen wir das haben, weil wir wollen, dass die Menschen in den Innenstädten preiswert leben können und nicht immer weiter an die Ränder gedrängt werden. Ich finde es ja auch ganz interessant, dass der Baubeginn erst 2022 ist. Finde ich auch ein ganz interessantes Indiz. Es könnte ja darauf hinweisen, dass vielleicht ein privater Investor nicht einfach für 212 Millionen € ein solches Grundstück kauft, um dann es nach und nach mit Gebäuden zu bauen, sondern könnte es vielleicht sein, dass der Investor sich auch vorhat, das weiter zu verkaufen, das Grundstück zu filetieren, dass man weiter damit spekuliert, und so werden auch die Preise weiter in die Höhe getrieben. Und jetzt legen Sie, Herr Minister, knapp 6 Wochen nach Verkündung des Verkaufs das Gesetz über ein Sondervermögen vor, das die Verwendung der nun eingenommenen Mittel regeln soll. Es ist schon viel gesagt worden, das ist ein Schattenhaushalt. Warum? Warum geht das nicht in den allgemeinen Haushalt? Und dann erzählen Sie, Sie wollen Sozialwohnungen schaffen. Aber jetzt wird aus diesen Mitteln wird jetzt die Universitätsbibliothek finanziert. Also, ich finde, das ist ein bisschen merkwürdig. Aus dem Wissenschaftsetat wird die Wirtschaftsförderung gemacht, aus dem Wohnungsmittel werden die Unis finanziert. Also, das ist doch nicht Aufgabe dieser Mittel. Die Universitätsbibliothek hätten die auch so oder so finanzieren müssen. Jetzt zu erzählen, Sie würden sie deshalb finanzieren, weil Sie einen hohen Preisverkauf erzielt haben, das ist doch geradezu absurd. Und deshalb deshalb, mich macht ein weiterer Punkt übrigens im Gesetzentwurf macht mich stutzig. Zum einen nämlich, was Kollege Weiß schon angesprochen hat, dass ja die Zahlen alle bis zu sind. Da ist aber auch die Rede von einem voraussichtlichen Verkaufserlös in Höhe von 212,5 Millionen €. Da würde ich mich auch mal interessieren, was mit voraussichtlich eigentlich gemeint ist. Sie haben doch gerade noch einmal erzählt, wie toll das alles verhandelt war, wie toll der Preis ist. Warum denn dann voraussichtlich, meine Damen und Herren? Und deshalb kommen wir zu dem Schluss, die Situation auf dem Wohnungsmarkt ist in Teilen Hessens dramatisch, und Frankfurt gehört ganz sicher dazu. Immer wenn wir fordern, mehr Mittel für den sozialen Wohnungsbau fordern, erklärt uns die zuständige Ministerin, es gibt doch gar kein Problem mit dem Geld. Mittel seien genug da, es würden Flächen fehlen. Und jetzt haben wir 15.000 Quadratmeter in Innenstadtlage in Frankfurt und verkaufen die angeblich, um Geld zu haben für den sozialen Wohnungsbau. Also die Argumentation stimmt hinten und vorne nicht. Also überlegen Sie sich doch wirklich wenigstens, in welche Richtung Sie argumentieren, damit irgendwas am Ende noch zusammenpasst, meine Damen und Herren. Und deshalb, wir brauchen Flächen für den sozialen Wohnungsbau, und deswegen wäre es viel sinnvoller gewesen, auf diesem Grundstück zu sagen, die Nassauische Heimstätte baut dort bezahlbare Wohnungen. Ja, selbstverständlich. Das wäre die Lösung gewesen, und nicht durch eine solche Mondpreise, die Spekulation immer weiter anzuheizen, den Investoren den roten Teppich auszurollen, während gleichzeitig die Zahl der Sozialwohnungen in Hessen immer weiter sinkt. 8.000 sind letztes Jahr wieder aus der Bindung geflogen. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Letzter Satz. Ich würde mich bei der wohnungspolitischen Kompetenz, Frau Förster, hält man auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Hessentrend sagt, die GRÜNEN haben eine wohnungspolitische Kompetenz. Das sagen 8% der Menschen. Herzlichen Glückwunsch, Sie stellen die Ministerin. Bei der LINKEN sind schon 12%. Also, ich sage mal, da würde ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Und da würde ich sagen, haben viele Menschen in Hessen recht, die nämlich dringend bezahlbaren Wohnraum brauchen und sehen, dass diese Landesregierung dafür überhaupt nichts tut. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Für die Landesregierung spricht nun Staatsministerin Hinz. Bitte schön, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, sowieso nicht. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, ich freue mich sehr, dass die Koalitionsfraktionen so kurz nach dem Verkauf des Grundstücks des alten Polizeipräsidiums das einlösen, was drei Minister nach dem Verkauf deutlich gemacht haben, dass nämlich der Erlös zur Hälfte für die neue Universitätsbibliothek in Frankfurt zur Verfügung stehen soll und zu der anderen Hälfte für den Wohnungsbau in Hessen und hier insbesondere für sozial geförderten Wohnraum. Das heißt, es wird nicht nur geredet, sondern es wird gehandelt, und das ist auch in diesem Falle so.
Und Herr Weiß, Herr Abgeordneter Weiß, an Ihrem Redebeitrag hat man ja eigentlich gemerkt, dass Sie gar nicht so richtige Argumente haben gegen das, was in dem Gesetzentwurf steht. Weil, wenn Sie dann darauf zurückgreifen müssen als Argument, dass es eine Anhörung geben soll mit Beschlussfassung im August, jetzt stellen Sie sich einmal vor, die Koalition hätte gesagt, das Ganze wollen wir jetzt im Juni noch beschließen, und es gibt keine Anhörung oder nur eine schriftliche in zwei Wochen. Also die Empörungswelle hätten wir dann doch gerne alle einmal hören wollen. Und dann noch zur Fantasie des Abgeordneten Lenders. Also, die FDP, die einen Minister hatte oder mehrere, die für Wohnungsbau zuständig waren in Hessen, und die mir dann hinterlassen 400 Millionen € für soziale Wohnraumförderung. Jetzt mit den 100 Millionen sind wir bei 1,7 Milliarden €. Und mir ein Gesetz hinterlassen, soziale Wohnraumförderung, das vor allen Dingen Eigentum fördert, und die Nassauische Heimstätte verkaufen wollten, brauchen mir über Fantasie nichts zu erzählen. Auf diese Art Fantasie kann ich verzichten. Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat das Grundstück des alten Polizeipräsidiums so verkauft, wie die Stadt Frankfurt es haben wollte, nämlich mit dem Investor verhandelt, dass 30% sozialer Wohnungsbau dort entsteht, dass eine Turnhalle für die Falkschule entsteht und dass eine Kindertagesstätte entsteht. Die Wünsche, die die Stadt Frankfurt schriftlich fixiert hat, sind alle eingehalten worden. Und mit dem Erlös, der jetzt zustande gekommen ist, werden wir insgesamt auf dem Gelände Altes Polizeipräsidium mit dem Liegenschaftsfonds, mit den Belegrechten, die wir ankaufen wollen aus dem Erlös, mehr Wohnungen sichern und neu schaffen, auch geförderte, als je auf dem Gelände des alten Polizeipräsidiums möglich gewesen wären. Es werden 1.000 bis 1.200 Wohnungen sein für 3.000 bis 3.500 Menschen, die wir im sozial geförderten Wohnraum, die wir sichern und die wir zusätzlich schaffen. Und ich kann Ihnen das auch an den einzelnen Programmteilen erläutern. Wir werden den Liegenschaftsfonds, der nötig ist, und da geht es um Grundstücke, Frau Wissler, beim Liegenschaftsfonds. Da geht es um Grundstücke, die das Land ankaufen will, um sie dann möglichst in Erbpacht weiterzugeben, wo es dann auch zu etwa 50% soziale Wohnraumförderung geben soll. Das ist wichtig. Und natürlich wird das nicht nur allein in der Stadt Frankfurt geschehen. Aber das ist auch nicht der Punkt, weil selbst der Oberbürgermeister Feldmann erläutert überall und aller Orten, dass in den Kommunen drumherum auch soziale Wohnraumförderung stattfinden muss, weil der Druck nur dann auch von Frankfurt genommen werden kann. Wir wollen aber die Belegrechte möglichst in Frankfurt und eng um Frankfurt herum auch Realität werden lassen, weil wir wissen, wir brauchen im Bestand auch die Belegung für soziale Wohnraumförderung. Und da rechnen wir vor allen Dingen auch mit der Stadt Frankfurt. Jedenfalls, wenn die Stadt Interesse hat, dann werden wir zu einem Großteil diese Belegrechte auch dort realisieren. Meine Damen und Herren, und das neue Landesprogramm Nachhaltiges Wohnumfeld ist bitter nötig, wenn man nicht nur in Glas, Stahl und Beton denkt. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, gerade im Umfeld von Frankfurt, sind oft in harten Diskussionen um die Frage, wo können sie eigentlich noch Baugebiete erschließen, und so, dass es akzeptiert wird von der Bevölkerung, die dort schon lebt.
Und natürlich stellen sich die Fragen, wo kommen dann die Spielplätze her? Wie ist es mit den Grünflächen? Wer bezahlt das eigentlich alles? Wer zahlt die Kindertagesstätten? Und da ist es sinnvoll, wenn wir ein Landesprogramm auflegen, wo wir diesen Kommunen auch solche soziale und ökologische Infrastruktur mit fördern und bezuschussen. Das ist wichtig, dass sozialer Wohnraum dann dort überhaupt entstehen kann. Das ist ein neues Programm, und ich bin stolz darauf, dass die CDU und die GRÜNEN sich da meinem Anliegen aufgeschlossen gezeigt haben und dieses Programm aus dem Masterplan Wohnen jetzt auch verwirklicht werden kann. Meine Damen und Herren, wir haben bereits Beratungsstellen für Genossenschaften, aber wir haben auch lokale Beratungsstellen für gemeinschaftliches Wohnen. Das ist etwas, was besonders wichtig ist, weil gemeinschaftliches Wohnen für die unterschiedlichen Altersgruppen ein wichtiger Bestandteil von innovativen Wohnformen ist, wo sie über Generationen gemeinsam leben, wo sie soziale Verantwortung übernehmen. Und wir möchten diese lokalen Initiativen vernetzen und stabilisieren. Die brauchen Beratung im Hinblick auf den Ankauf von Grundstücken. Sie brauchen rechtliche Beratung. Sie brauchen finanzielle Beratung bei der Frage, wie können Sie das eigentlich finanzieren? Und Sie brauchen Unterstützung, um überhaupt Flächen auch von Kommunen zu sichern bei denen, die ausgeboten werden. Und das ist ein Modellprojekt oder ein Projekt, das wir jetzt auch neu in Angriff nehmen. Und ich wundere mich eigentlich schon, dass die SPD anscheinend davon überhaupt noch nie etwas gehört hat, Herr Abg. Weiß. Es würde mich wundern, wenn es durch die ganze Fraktion ist. Aber ich kann Ihnen sagen, die Allianz für Wohnen legt großen Wert darauf, dass dieses auch unterstützt wird vonseiten des Landes, weil die sagen, diese Menschen sollen nicht allein gelassen werden, und ich bin froh, dass Hessen diese Beratungsstellen und diese Gemeinschaft, diese Initiativen für gemeinschaftliches Wohnen nicht mehr alleine lässt. Und wir wissen, dass gerade Genossenschaften den Mietpreis unendlich stabil halten in Hessen. Da, wo es Genossenschaften gibt, gibt es Traditionen von Wohnungen, die im Bestand gehalten werden, wo die Mietpreise nicht in die Höhe schnellen. Aber es gibt viele Menschen, die können sich noch nicht einmal einen Genossenschaftsanteil leisten. Und auch für diese wollen wir aus diesem Sondervermögen Geld zur Verfügung stellen, damit diese Menschen die Chance haben, nicht nur klassischen sozial geförderten Wohnraum zu erhalten, sondern sich auch einen Genossenschaftsanteil leisten zu können, damit sie eine genossenschaftlich organisierte Wohnung erhalten können und das vielleicht dann sogar auch weitergeben können an ihre Kinder. Insofern finde ich, ist das ein rundes Paket. Wir machen etwas für die Bildung und die Wissenschaft. Wir machen etwas für die soziale Wohnraumförderung und für das Wohnen insgesamt in Hessen. Und wir schaffen es, zu unseren vielfältigen Programmen weitere hinzuzufügen, sodass wir einen breiten Strauß, eine breite Palette haben an Maßnahmen, die unterschiedlichen Zielgruppen zugutekommt. Und ich bedanke mich sehr, dass die Koalitionsfraktionen mich in dieser Hinsicht unterstützen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Staatsministerin Hinz. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung. Kann ich davon ausgehen, dass Frau Ministerin Hinz geredet hat, dass wir es in den ULA überweisen, oder soll es tatsächlich wie ausgewiesen in den Haushaltsausschuss? In den Haushaltsausschuss. In Ordnung. Dann zur Vorbereitung überweisen wir es in den Haushaltsausschuss.